Jo Leute, und damit willkommen zu Ale & Tale Tavern. Ja, wir spielen die Prolog-Version, First Pins. War, glaube ich, der Name. Muss ich nochmal kurz gucken. Vergesst das jedes Mal, obwohl ich extra nachgucke. Ja, First Pins. Da momentan die Vollversion noch nicht draußen ist. Die kommt dann... Welcome to Ale and Tale Tavern. I see you're not alone, but with... Normalerweise habe ich Steam gemutet, aber ja. Wie gesagt, der Release ist verfügbar 3. Quartal 24. Also jetzt irgendwann sollte es eigentlich kommen. Aber ja. Ja, in der Regel sollte es jetzt irgendwann kommen. Schauen wir mal. Denn hier, eigentlich kommt so kostenlos an die First Pins Version jetzt ran. Aber ich habe den Key bekommen. Irgendwie als Beta-Version. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr drin, keine Ahnung. Werden wir sehen. Einstellung habe ich schon mal gemacht. Merkmal des vollständigen Spiels. Die gesamte Spielwelt ist ohne Einschränkung zugänglich. Keine Begrenzung der Erfahrungspunkte und des Tavernenniveaus. So rum. Zahlreiche neue Story-Quests mit neuen Charakteren, Kurieraufträge, neue Mechaniken, Angeln, Tränke, Brauen, Höhlenüberfälle und mehr. Verbesserungsfunktionen, mehrstufige Küchengeräte, Abnutzung, Bruch und Reparatur. Eine Vielzahl neuer Rezepte mit völlig neuen Zutaten, Monster mit einzigartigen Kampfverhalten, viele lustige und zufällige Ereignisse, weibliche Avatar. Größe, umfangreiche, tiefer und interessanter. Das Spiel kannst du in Singleplayer, Multiplayer und Multiplayer spielen, also Koop. Ja, dann hast du halt hier natürlich Kochen, bla bla bla. Dies ist die kostenlose Version des Spiels Ale & Tale Tavern. Es erwartet sie ein Genre-Mix, ein kooperativer Fantasy-Tavernen-Simulation aus der Ich-Perspektive in einer offenen Welt voller Aktion, Angelstellen, Jagdausflügen, Erkunden, Spaß und Questen. Und natürlich wird auch gekocht. Ja. Ich hab's halt gesehen und dachte mir, kannst ja mal reingucken. Avatar machen, gucken wir mal erstmal. Klar. Mir hat gesagt, Frau kommt erst dazu, wenn die Vollversion da ist. Okay, wir bleiben so. Können wir ranzoomen? Können wir drehen, ne? Ja, ranzoomen können wir leider nicht. Was ist, wenn ich zufällig mache? Okay. Was zur Hölle, ey? Was zur Hölle? Okay. Sintus von Black. Passt eigentlich auch jetzt. Anwenden. Okay, dann würde ich sagen, haben wir den. Machen wir ein neues Spiel. Spielladen haben wir eh nichts. Ich habe da halt noch kein bisschen reingeguckt, außer trailermäßig und so. Aber sonst nix. Gar nichts. Deswegen, neues Spiel. Taverne. Nur Freunde. Ach so, es können auch so Leute einfach zujoinen dann. Ne, immer nur Freunde. Okay. Stand da nicht. Warte mal, ich guck mal nochmal kurz. Neues Spiel. Hä? Warum kann man keine Letzte? Ich würde gerne eine Letzte setzen. Zum blauen Drachen. Keine Ahnung. Kann ich... Die kannst du halt... Sonderzeichen kannst du gar nicht setzen. Das ist ja mal ekelhaft. Naja, machen wir das eben so. Egal. Schauen wir mal.
Komplett sprachenportiert ist das Game auch. Hm. 19 Sprachen übersetzt. Aber halt nur Englisch vertont, aber sonst. Okay. Mausempfindlich. Irgendwie ist die Maus ein bisschen zu empfindlich. Einstellung. Steuerung. Mach das mal ein bisschen runter. Ja, besser. Okay, Tab-Taste, wie immer. Inventar, wir haben 3000 Gold. Okay. Ah, da macht man wahrscheinlich was von benutzten Rezepte. Gerstenbrei, Gerste und Wassereimer. Quest. Rede mit dem Händler. Der verdächtige Typ in der Nähe vom Zelt ist der Händler. Status. Okay, läuft halt auch. Das ist in... Nee, ich wollte gerade sagen, das ist in Echtzeit, aber... Nee, wahrscheinlich die Zeit, wann wir gestartet haben. Weil wir 12:48 Uhr haben. Ach du! Greetings, Traveler. Grüße reißen, ne? Thinking about buying a tavern, I suppose? Well, today is your lucky day. The tavern we're standing in front of has just been put up for sale. But don't rush to spend your money. Try on the role of an owner. Test yourself. Nice to meet you. And who might you be? I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place, but perhaps I'll stay. I see potential in you, and where there's potential, there's trade. In short, if you need anything, come to me to buy, to sell, and I'll also share some news with you. What a wonderful place, and such kind people. Our land is wonderful indeed, but it's not always peaceful, especially at night. Monsters roam the forests and swamps, disturbing the peace, but don't be afraid. I have weapons, too. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories, but getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern and to send any troublemaker packing. You have a way with words. And try not to stray too far from the tavern. If you wander off, other buyers might come along, prove to be more decisive, and you'll miss out on this fantastic opportunity to become the owner of this tavern. Understood. I'll hang around nearby. Okay. Junge, das war ein bisschen blöd mit dem Text, das einfach so zu sehen ist. Es wäre besser, wenn das... in so einer Textbox wäre, dass du halt im Hintergrund hast, dass du es auch ordentlich lesen kannst. Aber naja, vielleicht wird es noch geändert oder so. Irgendwie fehlt mir, dass du die GUI ein bisschen einstellen kannst. Leider. Oder ist das doch eigentlich, müsste das für die Auflösung ja auch gemacht sein. Ich geh mal kurz... Ich schau mal was. Bei euch ändert sich das gerade ein bisschen. Schwarze Ränder. Liegt an meinem Bildschirm. Wenn ich Fenstermodus mache, haben wir so, natürlich. Kann man F11 Vollbild machen? Nö, natürlich nicht. Vollbildmodus haben wir natürlich so. Verschiebt sich komplett alles. Ich gehe mal wieder auf den normalen, wo ich vorher war. So. Sorry. Hey, hallo? Du solltest... Warum bist du da jetzt nicht raufgekommen? Ist das... Will das Ding mich verarschen eigentlich? Ich mach mal kurz was so. Okay. Vollbildfenster, jetzt geht's. Erstmal musst du im Vollbildmodus und dann im Fenster. Ah, alles klar. Aber mehr hast du ja echt nicht einzustellen. Ne? Vielleicht war das einfach nur der Prolog noch ist momentan. Ich speichere nochmal kurz. Spiel gespeichert. Der Quest. Kaufe eine Axt und zerlege den Müll. Bei dir. Interested in making a deal? Interessant an einen Handel? Interested in making a deal? Laden öffnen, okay. Wir sollen eine Axt kaufen, okay. Wir können die Sachen kaufen, die wir brauchen. 200 natürlich, kostet die 200. Okay, Möbel. Wir können das Ding ordentlich dekorieren. Oh, das wird ein Spaß.
Wie gesagt, man kann es übrigens im Multiplayer spielen. Das ist dann halt nochmal was anderes. Ich soll die zerlegen. Was mache ich? Ja. Aber das andere kaputt. So. Es werde Licht. Achso, man kann so reinrennen. Junge, ist das dunkel. Bei mir auf dem Bildschirm. 7? Aha. Also Stufe 7. Okay. Turn on the lights in the tavern. Okay. Sorry. Musste ich testen. Musste ich ausprobieren. Was haben wir denn hier stehen? Gar nichts, was wir lesen können. Okay, verstehe. Zerbreche 3 alte Fässer. Kommt jetzt. Natürlich. Ach, hat schon gezählt. Das hat schon gezählt. Nice. Aber weißt du was? Wir machen die direkt gleich mit kaputt. Wir sollen Besen. Okay. Ich glaube, das lassen wir noch zu, oder? Was? Ich glaube, das schaltet mir später frei ist, ne? Saure Pfützen und Spinnweben mit einem Besen. Kann man rennen? Ach, du rennst automatisch mit der Shift-Taste. Läufst du dann an Traveler? Nee. Lass mich. Hallo. Klappt nicht, schade. Wir sollen einen Besen kaufen, klar. Einen Besen meine ich. Schauen wir mal. Okay, ein Drache. Alles klar. Dann mit Spinnenweben. Oh, das wird ein Spaß. Das alleine zu spielen? Naja, passt schon. Fußspuren von mir, glaube ich, oder so. Das war Spinnenweben. Was haben wir hier? Heu können wir auch wegmachen. Ich habe es jetzt aber gemacht. Habe ich schon vorweggenommen. Jetzt muss halt richtig stehen, um die wegzumachen. Wo hatten wir denn noch welche da? Wir müssen den generell komplett sauber machen, ne? Kaufe einen Fasshalter. Kaufe einen Geschirrwäscher. Kauf einen Herd, kauf einen Fermentiere, kauf einen Braukessel. Ja, machen wir gleich, ne? Kaputte Kisten. Erstmal will ich hier weiter sauber machen. Erstmal sauber machen weiter. Kaputtes Fass. Weg damit, kaputte Kiste weg. Wir brauchen ja den Platz. Natürlich sind aber Schmodder-Fußabdrücke, ey. Teppich steht für mich voll schief. Oben können wir auch noch Sachen machen, alles klar, wegen Tisch und so wahrscheinlich. Hier irgendwo noch, da haben wir noch Mist. Es wird dunkel schon, ne? Wo hatten wir die Zeit hier? Junge, wie wird das schnell dunkel? Junge, wird das schnell dunkel. Geschirr platzieren. Oh. Okay, ich glaube, das wird lustiger als gedacht. Na gut, ist auch ein Tavernenspiel, ne? Oh. Spinnen wir ihn weg. 5. Das ist ein Lager wahrscheinlich. 3. 7. 7. Na, guck mal, da ist auch noch eine Schmutz. Machen wir auch nochmal weg. Ja, jetzt soll ich die Sachen kaufen. See. Greetings, Traveler. Nö. Sumpf, Wald, Felder und See. Alles klar. Wahrscheinlich bauen wir dann noch. Ja, hinten habe ich Felder gesehen, ne? Möbel. Gut, dass das angezeigt ist, was wir brauchen, ne? So. Dann haben wir die Sachen einmal.
Fasshalter. Ah, der zeigt das sogar an. Das ist cool. Erstellen Geschirr. Mama, das ist ein Ofen. Geschirrwäscher. Ja, ich würde sagen. Platz hier. Hier haben wir den Braukessel. Fermentierer. Ich würde sagen, zum Kochen machen wir hier neben Geschirrwäscher. Der Braukessel. Mach ich mal. Warte mal. Fermentierer würde ich hier in die Ecke stellen. Drehen können wir das Ding auch. Ah. Ich sehe es nicht. Ach so. Machen wir das einmal so. Zack. Und den packen wir mal hier hin. So. Kauf ein Fass, kauf eine Gerste, kauf einen Eimer, kauf einen Krug. Ja. Greetings, Traveler. Halt die Klappe. Gerste. Fass, Krug, Teller, Eimer. Das haben wir. Fülle den Eimer mit Wasser. Da hinten ist der See. Ach, da hinten haben wir was, okay. Natürlich. Ja. Ah, das haben wir im Brunnen. Ich würde sagen, dann machen wir. Hör mal auf damit. Gut. Das müssen wir auch noch machen hier, ne? Okay, das kriegen wir so nicht hin. Verstehe. Ah ja. Stelle eine Gerstenwürze. Oh, ja. Eine Gerstenwürze. Geht die Tür nicht zu? Ist ja dumm. Okay. Zubereitung beginnen. Gerstenwürze. Dafür brauchen wir Eimer. Ah ja, einmal rüberziehen und das kochen. Junge, Junge, das ist schon was anderes hier. Wo du erstmal gucken musst, wie das funktioniert. Aha. Gerstenbrei, okay. Ah, was einfüllen? Ich wollte schon sagen, der Eimer ist weg, aber nein, ist er nicht. Stelle ein Starkbierfass her. Oh, wir brauchen nochmal Wasser. Ups. Naja. Naja, passt schon. So. Dann würde ich sagen, fülle ich einmal 5 hier rein. Andere 5 kommen hier rein. Zack. Kochen. Okay. Das geht aber schnell. Ich glaube, umso andere Biere du machst und so, umso länger dauert es wahrscheinlich auch. Stelle das Starkbierfass auf. Ah, ich verstehe. Okay. Platzieren. Fülle einen Krug. Kaufe einen Tisch. Können wir das selbst trinken? Ich hab. Drink Alkohol. Minus 90. minus 10. Leben einfach dadurch bekommen. Klar, warum auch nicht? Okay. Ach, ich hab's wieder. Hey. Dreckiger Krug, ach so, verstehe. Geschirr waschen. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das?
Machen wir nochmal so. Kaufe einen Tisch. Ein oder zwei? Greetings, Traveler. Möbel. Ach, der Tisch ist recht groß, ne? Spiegel speichert, oder? Der speichert automatisch. Ups. Drehen wir so, ne? Deswegen würde ich so machen. Ich stelle einen Gerstenbrei her. Oh, wir brauchen Gerste und Wasser. Okay. Gerste und Wasser. Hallo. Greetings, Traveler. Ich mach mal so. Ich hol noch einen Eimer dazu. Dann haben wir jetzt zwei. Okay. Der hier auch noch? Okay. Man muss halt einmal aufhören zu drücken und dann kann man wieder weiter drücken, alles klar. Guck mal, 5 und so. Rein damit kochen. Das dauert dann halt eben auch noch mal ein bisschen. Klar, warum auch nicht? Verstehe ich das nicht? Ja, ich verstehe das richtig, das sind 5 Stück. This is Tisch Cocket. Oh, ich muss dementsprechend auch die Teller haben, ne? Speisekarte öffnen. Ah, okay. Das kann ich hier entstellen. Das Bier auch? Ja, kann ich. Ha. Mach ich gleich. Das mache ich gleich. Greetings, Traveler. Drei, vier. 1, 2, 3, 4. Oh, das ist eins in dem Inventar des Namen. Das ist ja nervig. Naja. Okay, das haben wir einmal. Machen wir mal so. Das dahin. Okay, Bier, dann das und das. Das dahin, Bier. Speisekarte. Eröffne die Taverne. Aha. Geschlossen. Ich speichere mal. Zack. Umdrehen. Geöffnet. Warte auf die Besucher und serviere 3 Gerichte. Na 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 na. Kann man nicht wieder ausmachen? Oh, guck mal, da kommen Besucher. Cool, dass man vor allem nicht reingucken kann. Läuft. Naja. Ist recht leise ohne Musik so wirklich, ne? Hallo, Kollege. Hallo. Okay, ich reinkomme wieder Musik. Hi, Kollege. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn? Ein Starkbier. Hier. Ach, warte mal, ich kann die da stehen lassen, ne? Kann das sein? Ja, 3 Stück. Ist schon leer, Kollege. Oh, bist du besoffen oder was? Und du willst was? Nein. Starkbier. Man kann Bestellungen auch noch ändern,
Okay, stehe. Da. Können es besoffen? Erstmal den dreckigen Krug säubern. Zack. Dann stellen wir den gleich doch wieder hin. Na, hat's geschmeckt? War. Da kommt noch einer. Der ist immer noch besoffen, der Typ, ey. Hey, yeah. Noch ein Bier. Hier. Mal sauber machen. Schließt die Taverne. Okay. War lecker. Da haben wir immer noch Bier drin. Okay, jetzt hat er ausgetrunken. Wow. Sorry. Hallo? Was machst du hier noch? Vertreibe den betrunkenen Kunden. Wie denn? Geh. Geh. Hätte man Kursen auch so kennen. Keine Ahnung. Geh. Raus hier. Verschwinde. Verschwinde. Serviere 10 Gerichte. Okay. Wie viel? 5 Stück haben wir herstellen. Leider nur 5 momentan, ne? Da können wir momentan noch nichts machen. Okay, einmal sauber machen. Nice. Aber passt ja von den Gerichten her. Na, dann öffnen wir nochmal. Zeig mal vom Bier. Achso, ich habe mich gerade gefragt, was hat denn Ding gemacht? Packen wir nochmal hin da. Brauch nochmal ein Bier, ne? Wasser. Gäste. Machen wir das nochmal so. Kann hier nochmal auffüllen gehen. So, fertig. Dann wird gerade noch. Hinten läuft er noch. Was ich mal machen könnte. Man kann Starkbier fast auch kaufen. Ich stelle das aber lieber her eigentlich, ne? Fackel. Spende Licht und setze Objekte in Brand. Davon wollte ich noch. Warum haben wir jetzt keine Kohle bekommen? Das ist ein Schwein. Kann ich das mit der Axt down? Hallo? Oh. Ups. Rohes Eberfleisch. Geht das auch? Naja, wir können kein Holz hören. Schade. Aber ich glaube, dann müsstest du das auch nutzen dafür, ne? Mit dir kann man noch Sachen verkaufen, ne, Kollege? 40. Die Wassereimer will er nicht. Ich will Kohle haben, Leute. Kann ich jetzt dran was braten eigentlich? Nö. Rein damit. Machen wir das Fass. Und davon 5. Ach, davon 5. Ups. Dann platzieren wir das Ding mal hier. Machen wir nochmal einen zweiten schon mal. Also hier nein, nee, wir haben nicht genug Plätze. Gerichte. 5 Stück. 10 Stück. Oh, wir warten einen Moment. Okay. Was ist das da hinten? Pitschwein? Ja. Warum können wir die Hintertür eigentlich nicht zumachen? Das ist doch doof. Hallo?
Das ist doch fertig, warum kann ich es nicht nehmen? Hä? Das ist doch doof.